So Leute, was geht ab? Ich bin Samuel auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch das neue Live-Event und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich in einer Runde mit drin bin. Jo Leute, hier sieht man eine Live-Übertragung in Real Life. Also ihr seht hier die Menschen, die hier auch warten in echt auf das Fortnite Live-Event. Hier sieht man noch 6 Minuten statt das. Hier sieht man die Le Menschen, also die ganzen Leute, die drauf warten. Damit sagen sie uns gleich wieder in 5 Minuten und 30 Sekunden. So Leute, es beginnt jetzt. Ihr seht hier, irgendwelche Mauern oder Häuser gehen hoch. Und wir sehen hier wieder einen Schmetterling, der in alte Seasons auch drin war. Okay, wir gucken mal. Vollbild. Guck mal, das ist ein Vollbild. Schmetterling fliegt irgendwo in der Galaxie rum. Das hier ist in Real Life, Leute, das sieht man auch. Hier sind die Menschen und gucken das gerade auch live. Also die gucken das Live-Event auch gerade zu. So, wir gucken einfach mal. Okay. Es sieht so aus wie ein Würfel. Bin mir unsicher. Guck mal weiter. Okay. Ist es reingegangen? Und da sind irgendwelche Leute. Okay. Okay. Hier Snoop Dogg ganz oben. Like. Und seht ihr. Guck mal weiter. Sie singt jetzt. Okay, Leute, sie ist jetzt fertig mit Singen und jeder jubelt. Hier sieht man es. Ist anscheinend jetzt die Stadt. So, wir gucken jetzt erstmal weiter. Jetzt ist Snoop Dogg dran. Okay, Snoop Dogg, hier sieht man oben seinen Namen und er singt jetzt auch. Okay. Also zwei Sänger auf jeden Fall, also zwei Künstler. Okay, wir werden jetzt einfach mal abwarten, bis er fertig gesungen hat. Hier ist ein neuer Song. Ich bin ehrlich, die Songs sind geil, Leute. Aber mich wundert, was als nächstes passiert, Leute. Leute, er hat gerade den Remix geändert. Geändert und das ist jetzt passiert. So, Kaboom. Und Leute, Chapter 2 kommt offiziell zurück. Es wurde auch, Snoop Dogg hat das auch gesagt, Leute. Und wir fliegen hier hoch und wieder runter. Ihr seht das hier, Kaboom, alles geht kaputt, zu viele Farben. Hier ist der Battle Boss, hier ist Remix, Musik, Spa Sprays. Und er chillt hier immer noch. Das sieht krass aus. Oben sieht man den Schmetterling Rift und alles wird reingezogen. Und hier ein neuer Song. Na 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 na. Ihr kennt den. Es muss ich so berühmt. Ich warte mal ab. Okay, Schmetterling ist jetzt wieder draus. Und was passiert jetzt? War Snoop Dogg und Ice Spice. So, wir werden jetzt eingesaugt oder alles wird entweder zerstört. Guck mal weiter. Bildschirm ist weiß. Und hier ist ein neuer Trailer. Neue Season. Okay, Snoop Dogg ist drinne. Das ist die neue Chapter 2, Leute. Ist ein Trailer gerade. Okay. Hier. Die Boats und so, die Boot. Hier wird ein Alarm ausgeheizt. Die alte Minigun, die alten also die Bösse und die Bots. Ihr seht es hier. Sakata als Midas. Hier sieht man eben so Drohnen. Also das sind ein Hanggleiter. Hier ist Ice Spice als Skin. Dann sieht man, hier ist Snoop Dogg Gebäude. Es wird, denke ich, ein Ort geben. Und hier ist Ice Spice Snoop Dogg.
Okay, die alte Map ist wieder drin, Leute. Ihr seht das hier, neue Drumgang. Also die alte, die ist wieder drin. Boogie Bomb als in Gold. Tanzen die, Snoop Dogg Tanz. Es gibt Autos, die können so ein bisschen so jumpen von vorne. Boote sind wieder drin. Die alte Map. Eine Ice Spice Insel. Hier wird es, denke ich, eine Mütze Ska geben, wie früher. Okay. Harponierer, alte Shotgun, Sniper. Okay. Und den kenne ich. Das Eminem. Okay, der rappt zu schnell. Die alte Spaß ist drin, also die alte Shotgun, Leute, die richtig OP ist, die früher 200er Headshot gegeben hat. Remix Chapter 2, ihr seht das hier. Ist das... War das Travis Scott, Leute? Okay. Live-Event ist jetzt zu Ende. Und die Map ist immer noch, wie sie ist. Ich gehe mal... Also die Map sieht komplett anders aus. Aber morgen sollte die neue Season rauskommen, Leute. Ich gehe mal ganz schnell wieder dahin. Ihr seht hier, hier ist nichts Neues. Nur Bildschirm ist jetzt weiß und die neue Map ist anders. Und ich würde sagen, wir verlassen einfach mal die Runde und sehen uns gleich wieder. Und ja, Leute, sonst war es das mit dem Live-Event. Morgen sollte das Update kommen. Also morgen 2. September, 7 Uhr werden die Server ausgeschaltet. Also hier steht es. 2. November um 7 Uhr. Und man kann dann angeblich vom, also 10 Uhr, denke ich mal, anfangen zu spielen. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Damit würde ich einfach sagen, war schon mit dem Video und ciao. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.